10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin Dominik Dax. Der alte Onkel Dominik, wie mich alle nennen. Vielleicht habt ihr schon von mir und meinen Abenteuern gehört. Zusammen mit Niki Tiki, dem kleinen Igel, bin ich mit meinem Dampfboot Möwe auf große Fahrt gegangen. Aber ach, mein Boot ist ein, doch liegt es in der Bucht und strömt der Regen nass, macht einem nichts mehr Spaß. Onkel Dominik war als erster aufgewacht. Sein prächtiges Boot, die Möwe, lag in einer kleinen Bucht des Flusses. Aus dem Bett gegenüber hörte er ein regelmäßiges Schnarchen. Der Igel blies und schnaubte, als hätte er einen kleinen Blasebalg im Bauch. Niki Tiki schlief, als wäre es tiefe Nacht. Onkel Dominik ärgerte sich nicht nur über den Regen, der in Strömen an der Fensterscheibe hinunterfloss, er ärgerte sich auch über Niki Tiki, der noch immer fest schlief, statt sich um das Frühstück zu kümmern. Schließlich wurde es Onkel Dominik zu bunt. Niki Tiki! Niki Tiki, aufstehen! Was? Du sollst aufstehen. Oder soll ich mein Frühstück mittags bekommen? Was denn? Schon 10? Du schläfst und schnarchst wie eine... es gibt überhaupt nichts auf der Welt, das so einen schrecklichen Lärm beim Schlafen macht wie du. Ist das wahr? Ja, bestimmt hast du vergessen, dass ich nach Bernhausen muss. Bei dem hässlichen Wetter möchte ich wenigstens einen heißen Kaffee im Bauch haben. Ja. Du bekommst deinen Kaffee. Bin schon unterwegs. Alter Tollpatsch, pass doch auf. Hoffentlich war es nicht der rotgestreifte Milchtopf. Es war der rotgestreifte Milchtopf. Aber das war erst der Anfang. Wenn Onkel Dominik schlechter Laune war, wurde der arme Igel immer so aufgeregt, dass er alles falsch machte. Die Milch lief über, die Butter fiel zu Boden und es war einfach unbeschreiblich, wie schlecht der Kaffee schmeckte. Onkel Dominik würgte missmutig das Frühstück hinunter. Danach stand er auf und schlug mit der Faust auf das Barometer an der Wand, als wäre das arme Barometer schuld am Regen. Das Deckglas zersprang, was Onkel Dominiks Laune nicht verbesserte, denn das Barometer gehörte Niki Tiki. Der kleine Igel schlich betrübt in die Küche. Auf einem Wandbord neben dem Ofen stand ein Glas. Ein dicker Goldfisch schwamm darin. Niki Tiki liebte ihn sehr. Er nahm das Glas vom Bord und presste es an sich. Du allein magst mich. Nicht wahr, kleiner Goldfisch? Du bist nie böse mit mir. Du Tölpel, willst du die ganze Kücheneinrichtung zerschlagen? Es ist nur das Goldfischglas. Auch das noch? Es ist mein Goldfisch. Hast du das vergessen? Da zappelt er auf dem Boden und schnappt nach Luft. Er braucht Wasser und das soll er bekommen. Oh, Onkel Dominik, was tust du? Das siehst du doch. Ich habe den Goldfisch, deinen geliebten Goldfisch, in den Fluss geworfen. Als Onkel Dominik Niki Tikis vor Kummer ganz faltiges Gesicht sah, schämte er sich. Er bereute seine Tat. Er wollte sich entschuldigen. Stattdessen drehte er sich wortlos um, stapfte in die Kajüte, zog die Kappe tief über die Ohren und holte seinen Stock aus der Ecke. Dann band er das Ruderboot los und ruderte davon, ohne auch nur einen Blick auf den Igel zu werfen. Onkel Dominik erledigte in Bärenhausen seine Einkäufe. Er erstand einen Kranz Würstchen, einen Topf mit Heringen, 2 Köpfe Kohl und ein großes Stück holländischen Käse, weil Niki Tiki den so gerne aß. Als Onkel Dominik sich wieder seinem Schiff näherte, da machte die Möwe einen verlassenen Eindruck. Niemand erwartete ihn an Deck. Kein Rauch stieg aus dem Schlot auf, nicht der geringste Bratenduft drang aus der Küche. Onkel Dominik wurde unruhig. Hey, Niki Tiki! Wo bist du? Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Du, ich bin schon neugierig, was du zum Mittagessen gekocht hast. Vom Rudern bekomme ich immer einen Riesenhunger. Höre,
Niki Tiki, alter Freund. Es tut mir leid, das mit dem Goldfisch, meine ich. Ich weiß, du hast ihn so gerne gehabt. Ich werde dir einen neuen Goldfisch kaufen. Ganz gewiss werde ich das tun. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein großes Stück holländischen Käse. Ganz für dich allein. Niki Tiki! Er ist nicht da. Er ist verschwunden. Niki Tiki muss das Schiff verlassen haben. Ja, Niki Tiki hatte das Schiff verlassen, gleich nachdem Onkel Dominik mit dem Ruderboot davongefahren war. Kaum waren die Ruderschläge in der Ferne verklungen, da sprang er auch schon auf. Er nahm das Barometer von der Wand, einen Augenblick betrachtete er traurig den hässlichen Sprung im Glas. Dann ging er zum Schrank und zog seine Angel heraus. Sorgfältig packte er seinen Weidenkorb. Seinen Sessel musste er zurücklassen. Dafür nahm er den Teekessel und ein Päckchen Tee mit. Schließlich kletterte Niki Tiki mühsam von Bord. Voll bepackt stapfte er den schmalen Uferpfad entlang. Zuerst drehte er sich immer wieder um. Nicht holen, Löwe. Du warst ein gutes Schiff. Ich wäre gern noch ein Stück mit dir gefahren. Zusammen mit Onkel Dummy. Aber mein Freund versteht mich nicht mehr. Deshalb ist es besser, wenn ich fortgehe. Oh, welch herrliche Zeit habe ich bei dir an Bord erlebt, Möwe. Gleich werde ich dich nicht mehr sehen. Gleich wirst du hinter der Wegbiegung verschwunden sein. Wir müssen jetzt für immer Abschied nehmen, Möwe. Nur wegen dieses unerträglichen Onkel Dominiks, nur deswegen. Schade. Aber es lässt sich nicht ändern. Ich kann nicht länger bleiben. Also, vorwärts. Immer der Nase nach. Es ist besser so. Wenn zwei Freunde sich oft streiten und viel Ärger sich bereiten, sagt der eine klug zum anderen, lass mich lieber weiter wandern. Jumpheidi, juchhei, sasa, die Füße sind zum Laufen da. Jumpheidi, juchhei, sasa, die Füße sind zum Laufen da. Niki Tiki trottete mit gesenktem Kopf weiter. Seine kleine Schnauze hatte ganz viele Falten. Kleine Igel bekommen das, wenn sie traurig sind. Die Angelrute hatte er unter den einen Arm geklemmt, mit dem anderen hielt er das Barometer fest. Der Teekessel baumelte an seinem Gürtel. Auf dem Rücken trug er den Weidenkorb. Er lief quer über die Wiese, so schnell ihn seine kleinen Beine trugen. Bald kam er zu einer Straße. Am Straßenrand wuchsen große Eichen und Ulmen. Niki Tiki war noch nie in dieser Gegend gewesen. Er hatte sein ganzes Leben am Fluss verbracht. Er hatte keine Ahnung, wohin die Straße führte. Ihm war alles recht, wenn er nur den Fluss und die Möwe und Onkel Dominik schnell hinter sich ließ. Je weiter, desto besser. Bald war Niki Tiki müde. Ihm war, als wäre er schon eine Ewigkeit lang gewandert. Vor ihm lag eine kleine, efeubewachsene Brücke. An der Böschung wuchsen Haselbüsche. Murmelnd floss ein Bach unter der Brücke hindurch. Es war ein guter Platz zum Rasten. Du lieber Himmel, bin ich durstig. Jetzt wäre eine Tasse Tee gerade das Richtige. Aber ich habe die Streichhölzer vergessen. Oh, macht nichts. Ich kann wenigstens meine Füße im Bach baden. Den Tag hinein und frage mich nach morgen. Ich lasse Sorgen, Sorgen sein, kann alles mir besorgen. Ja, ja, ich kann es. Ich bin der Schnüffel Hannes. Ich ziehe durch die weite Welt, alleine und ganz ohne Geld, ganz ohne einen Pfennig Geld.
Das scheint ein Landstreicher zu sein. Ich nehme, was ich kriegen kann, nur Arbeit nehme ich keine. Bring alles wieder an den Mann und mich stets auf die Beine. Ja, ja, ich kann es, ich bin der Schnüffelhannes. Ich ziehe durch die weite Welt, alleine und ganz ohne Geld. Und ohne einen Pfennig Geld. Hallo, Kamerad. Du hast dir einen hübschen Platz ausgesucht. Hallo. Hast du was dagegen, wenn ich dir Gesellschaft leiste? Komm nur. Mir ist Gesellschaft gerade recht. Oh, hoppla. Gar nicht so leicht, das Ding da die Böschung hinunterzuziehen, ohne dass es umkippt. Du meinst den Kindermann. Wozu brauchst du denn den? Das siehst du doch. Er ist vollgestopft mit allen möglichen Dingen. Sachen, die ich unterwegs geschenkt kriege und woanders wieder verkaufe. Töpfe, Pfannen, Decken. Eine alte Uhr ist auch dabei. Also so, du bist ein Lumpensammler. Ach, herrlicher Tag heute, was? Da lässt sich's gut tippeln. Ja, über das Wetter kann man nicht klagen. Bist du auch einer wie ich? Schnüffelhannes ist mein Name. Mhm. Hätte ich für jede Meile, die meine alten Beine getippelt sind, einen Taler in der Tasche. Brüderchen, ich wäre Millionär. Du hast wohl auch einen weiten Weg vor dir. Ich will weg aus dieser Gegend. Ja, wie ich sehe, besitzt du eine Teekanne. Also lass uns Tee machen. Ich könnte jetzt eine Tasse vertragen. Ich habe keine Streichhölzer. Sonst hätte ich mir schon lange einen Schluck gegönnt. Oh, das werden wir gleich haben. Nur noch einen kleinen Augenblick. Hoppla, da sind sie. Also gut, dann werde ich jetzt Tee bereiten. Hast du was zu essen? Nicht einen Bissen. Oh, das ist aber ja mal schade. Dachte schon, wir könnten uns was Feines kochen. Du kannst auch Fische fangen. Klar, natürlich kann ich das, aber in dem jämmerlichen Bach, da gibt es nicht einmal einen miesen Weißfisch. Ein paar Pfennige sollten wir haben oder einen Taler. Da könnten wir ins Dorf gehen und Speck und Würstchen kaufen. Das Dorf ist gar nicht weit weg. Leider habe ich keinen blanken Pfennig in der Tasche. Du meinst, es gibt dort wirklich Würstchen mit Speck? Natürlich. Klar gibt's die da. Wieso? Hast du Geld? Nicht viel. Aber dafür reicht es. Hier, nimm. Prima, Brüderchen. Ich hau jetzt ab und hol Futter und du bleibst hier, machst Feuer und kochst Tee. Aber beeil dich, bin gleich wieder da. Hoppla. Das war nicht sehr klug von mir. Der verschwindet in meinem Geld und kommt nie wieder. Eigentlich kann mir das nur recht sein. Er roch nach Tabak und Alkohol. Aber nett war er trotzdem. Wäre ein guter Reisegefährte gewesen. Schade. Oh, ich habe kein Glück. Da schickt mir der Himmel einen neuen Freund und ich? Halt! Wieso bin ich so sicher, dass er nicht zurückkommt? Er hat seinen Kinderwagen hier gelassen. Also kommt er doch zurück. Oh, du lieber Himmel, ich habe doch nicht mal Feuer gemacht. Der Igel sammelte eine Handvoll dürrer Zweige und legte sie auf einen Haufen. Dann entzündete er das Feuer. Die Flammen loderten hell auf und das Wasser kochte im Nu. Der Tee war gerade fertig, als Schnüffelhannes zurückkam. Da bin ich wieder. Der Tee ist fertig. Du kommst genau im richtigen Augenblick. Sieh mal, Brüderchen, was ich hier habe. Na, was ist das? Oh, Würstchen! Ein ganzer Kranz von Würstchen. Oh. Und hier 4 Eier und ein Stück Speck. Oh. Und Brot natürlich. Pass mal an, ist noch ganz warm. Wie das duftet. Geld bringe ich auch noch zurück. Ja, wenn der Schnüffelhannes einkaufen geht. Du hast doch nicht etwa... Aber nicht doch, Brüderchen. Der Schnüffelhannes tut sowas nicht. Der ist ehrlich bis ins Herz und genügsam. Ein gutes Essen und eine gute Tasse Tee
Mehr brauche ich nicht. Dann setz dich zu mir ans Feuer. Guten Appetit, Brüderchen. Ich wünsche eine gesegnete Mahlzeit. Übrigens, Würstchen sind meine Leibspeise. Sag mal, du bist da wohl noch nicht lange unterwegs, was? Wie kommst du darauf? Du siehst nicht so aus wie einer von uns, Brüderchen. Ich bin erst heute auf die Wanderschaft gegangen. Ich bin heimlich fortgelaufen von einem Wurf, weil ich mich mit dem Käpt'n nicht mehr verstanden habe. Er war einfach unausstehlich. Ah, ich sag's ja immer. Die Burschen, die Geld haben, meinen, sie dürfen sich alles erlauben. Nichts für mich. Mich kriegt keiner rum. Ich schufte für niemanden. Das hat er nicht getan. Mich schuften lassen, meine ich, aber... Ich lass mich auch nicht rumkommandieren. Aber mach dir nichts raus. Sei froh, dass du los bist, den ollen Käpt'n. Ja, du hast recht. Es ist am besten so. Was meinst du? Sollen wir nicht miteinander losziehen? Gern, wenn du mich mitnimmst. Sobald wir ein bisschen was in der Tasche haben, suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen für den Winter. Wie viel braucht man dazu? Deine Taschen scheinen nicht so leer zu sein wie meine. Ich habe mir, Gott sei Dank, 20 Taler gespart. Was du nicht sagst. Du bist ja ein ganz Reicher. So viele Moneten habe ich noch nie in der Tasche gehabt. Na nun, was hast du? Warum isst du nicht mehr? Ich bin satt. Du auch? Mach dir deshalb keine Sorgen. Ich schaffe schon den Rest auch noch heran. Wenn du erlaubst, werde ich mir jetzt meine Pfeife anstecken. Rauch nur, wenn es dir Spaß macht. Nur ein paar Züge. Dann gehe ich schlafen. Es ist schon dunkel. Ja. Zeit zum Schlafen gehen, Brüderchen. Der Landstreicher humpelte zu seinem Kinderwagen. Von ganz unten zog er eine wasserdichte Plane hervor. Dann schnitt er 4 Haselstöcke ab, spitzte sie an den Enden an und steckte sie reifenförmig in den Boden. Darüber breitete er die Plane aus. Er sammelte auch noch ein Bündel voller Farne. Das war die Matratze. Niki Tiki rollte sich im Farnkraut zusammen. Im nächsten Augenblick war er eingeschlafen. Als er am anderen Morgen die Augen aufschlug, war er allein. Zelt, Kinderwagen und Schnüffelhannes waren verschwunden. Aber nicht nur das, auch Niki Tikis Barometer, die Teekanne und der Geldbeutel mit den gesparten 20 Talern. Alles war weg. Nur die Angelrute und der Weidenkorb lagen noch neben ihm. Es dauerte eine Weile, bis Niki Tiki begriff. Er hat mich ausgeraubt. Er war doch ein böser Mensch. Ja. Ich habe eben kein Glück mit meinen Freunden. Was mache ich jetzt bloß? Ohne Geld und ohne etwas zu essen. Vielleicht hätte ich doch lieber bei Onkel Dominik bleiben sollen. Aber das konnte ich doch nicht. Er war wirklich unausstehlich. Man hat es nicht leicht. Den einen will ich nicht wiedersehen, obwohl ich es könnte. Der andere, den ich unbedingt wiedersehen muss, ist auf und davon. Sicher schon mitten in der Nacht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als der Straße zu folgen. Todtraurig wanderte Niki Tiki weiter. Bald darauf kam er zu einem Bahnhof. Auf den Gleisen stand eine Lokomotive. Der Lokführer lehnte aus dem Führerstand. Jetzt hatte er Niki Tiki bemerkt, der unverwandt auf die Lokomotive starrte. Möchtest du heraufkommen? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Möchtest du heraufkommen? Auf die Lokomotive? Ja, auf die Lokomotive. Oh ja, gern. Na dann komm. Na, warte, ich helfe dir. Oh je, bist du stachelig. Bist du schon einmal auf einer Lokomotive gewesen? Nein, noch nie. Hallo, Heizer,
Sieh mal, wir haben Besuch. Du liebe Zeit, gibt's sowas? Wo hast du den aufgelesen? Ja, du möchtest eine Fahrt mitmachen, hm? Darf ich das? Ja, ich erlaube es dir. Aber du darfst mir nicht im Wege stehen, Kleiner. Nein, nein. Achtung, festhalten. Es geht los. Auf ins Tal hinab. Die Eisenbahn macht niemand schlapp. Das Boot und Onkel Dominik sind längst entschwunden meinem Blick. Ich fahre in ein fernes Land, das mir bis heute unbekannt. Rum, bum, bum, ich kehr nicht um. Rum, bum, bum, ich kehr nicht um. Niki Tiki war vor Freude außer sich. Vergessen war der Schnüffelhannes, vergessen der knurrende Magen. Er hätte sein Leben lang auf einer Lokomotive durch die Welt fahren können. Grün und gelb und braun sah er Wiesen, Felder und Bäume an sich vorbeifliegen. Rauch zischte stoßweise aus dem Schornstein. Schafe auf der Weide sprangen aufgeregt davon, Telegraphenstangen flitzten vorbei. Plötzlich rief der Lokführer: Achtung, wir fahren durch den Tunnel. Keine Bange, gleich sind wir wieder draußen. Wohin willst du eigentlich? Ich fahre mit den leeren Güterwagen zum Eisenbergwerk. Ist mir recht. Ich habe nämlich Ferien. Eigentlich wollte ich ein bisschen fischen gehen. Deshalb hast du die Angel mit. Warum hältst du hier? Ich muss anhalten, weil das Streckensignal auf Rot steht. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Hör zu, Kleiner. Am besten, du steigst jetzt hier aus. Das ist eine gute Gelegenheit. Schade. Ich wäre gern noch ein Stück mitgefahren. Ja, tut mir leid, aber es geht nicht. Ich bekomme sonst Schwierigkeiten. Ich darf nämlich keine Fahrgäste mitnehmen. Das ist gegen die Vorschrift. Der Igel nickte betrübt. Er wollte dem freundlichen Lokführer keine Ungelegenheiten bereiten und kletterte gehorsam von der Lokomotive hinunter. Kaum war er unten, ging mit einem Ruck das Signal in die Höhe und zeigte grünes Licht. Die großen Räder der Lokomotive begannen sich zu drehen. Eine Wolke weißen Dampfes hüllte ihn ein. Lokführer und Heizer winkten. Niki Tiki winkte zurück. Polternd rollten die leeren Wagen an ihm vorüber. Der Zug verschwand in der Ferne. Niki Tiki wanderte weiter. Er beschloss, sich das Eisenbergwerk aus der Nähe anzusehen. Mühsam kletterte er über das Geröll. Auf einmal blieb er stehen. Ich rieche Rauch. Nein, nein, nicht nur Rauch. Es riecht auch nach gebratenem Speck. Da bereitet sich jemand eine Mahlzeit. Oh, du... Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Es kann nicht schaden, wenn ich mal nachschaue. Vielleicht fällt etwas für mich ab. Da vorn, vor dem Schwarzdornbusch, sitzt ein Mann und brät Eier und Speck. Nanu? Den kenne ich doch. Alter Hut, zerrissenes Hemd, buntes Halstuch. Natürlich, das ist er. So ein Zufall, so ein glücklicher Zufall, dass der Schnüffelhannes. Wahrhaftig, das ist er. Ein paar Minuten lag Niki Tiki wie erstarrt auf dem Bauch und blickte in die Mulde hinunter, wo Schnüffelhannes mit seinem Essen beschäftigt war. Nicht weit von dem Vagabunden stand der Kinderwagen. Ganz oben auf dem Gerümpel lag ein Barometer. Niki Tikis Barometer. Vorsichtig kroch der Igel den Hang hinunter, ganz vorsichtig, damit ihn der Schnüffelhannes nicht bemerkte. Aber dann bemerkte er ihn doch. Hey, was ist? Was schleichst du da herum? Ah, du bist das, Brüderchen. Ja, ich bin das. Was willst du? Ich meine,
Warum bist du schon hier? Ich bin mit der Eisenbahn gefahren. Mit der Eisenbahn? So, so. Ich sehe schon, du hast mehr Schwein als Verstand, Möhrchen. Also, was treibst du hier? Was ich hier treibe, weißt du ganz genau. Mein Eigentum will ich mir zurückholen. Du? Du willst dir dein Eigentum zurückholen? Du ganz allein? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich es dir wiedergebe. Warte nur, wenn ich dich erwische... So schnell fängt man mich nicht! Warte, dir will ich's zeigen. Nein, nein, bitte nicht! Hilfe! Hilfe! Oh, schrei nur, schrei so viel du willst. Hier hört dich keiner. Oh, was mache ich bloß? Oh. Warte, gleich habe ich dich. Schnell, darauf! Hey, wo bist du hin? Das siehst du doch! Ich fahre auf dem kleinen Wagen davon! Jetzt kriegst du mich doch nicht! Niki Tiki war im letzten Augenblick auf einen der kleinen, mit Eisenerz gefüllten Wagen gesprungen, die an einer langen Kette hingen. Es gab einen Ruck. Dann fuhr der Wagen mit dem Igel davon. Gleich darauf schwebte er über dem freien Gelände. Niki Tiki hatte keine Ahnung, wohin die Luftreise ging, bis er am Horizont etwas Schreckliches auftauchen sah. Es war ein riesiger schwarzer Schornstein. Aus seinem Schlot wehte eine feurige Fahne. Rauch- und Rußwolken bedeckten den Himmel. Und die Seilbahn führte geradewegs auf diesen schrecklichen Platz zu. Niki Tiki sah sich schon mit den Erzbrocken aus dem Wagen in das Maul des weißglühenden Ofens geschleudert. Aber dann nahm er all seinen Mut zusammen, schloss die Augen und sprang mutig in die Tiefe. Kopfüber stürzte hinunter, rollte sich im Fallen wie ein Ball zusammen und landete wohlbehalten im weichen Farnkraut. Im nächsten Augenblick wurde er gepackt. Was haben wir denn da? Ist das nicht ein kleines, leckeres Igelchen? Oh, sowas nennt man Glück. Erst einen Fasan und nun ein Igelchen. Lass ihn los, Janosch. Hey, Mütterchen, was sagst du dazu? Ein Igelchen. Und ein Fasan, Mütterchen. Schau nur, ein fetter Fasan. Bist ein braves Söhnchen. Ja, ja, das bist du. Der Vogel gehört dir, das Igelchen mir. Geröstetes Igelchen. Ah, das schmeckt gut, nicht wahr, Mütterchen? Ja, ja. Geh jetzt und hol mir eine Handvoll Lehm aus dem Teich da unten, Söhnchen. Ich will das Igelchen hübsch und sauber einwickeln. Gut, Mütterchen. Bin gleich zurück. Armer Niki Tiki. Er lag zusammengerollt im Gras, die Schnauze zwischen den Füßen. Durch die Stacheln hindurch beobachtete er das tanzende Feuer. Sein Herz klopfte. Bald würde er dort in der Glut rösten. Dann hörte er wieder die Schritte des Zigeuners. Niki Tiki blinzelte durch die Stacheln. Der Zigeuner trug einen feuchten Lehmklumpen in den Händen, gerade genug, einen kleinen Igel einzudrehen. Niki Tiki sträubten sich die Stacheln. Sein Herz blieb fast stehen. Der magere Hund knurrte laut. Warte nur, bis wir den Lehm zubereitet haben. Dann gibt es einen Riesenspaß. Gebratene Igel. Gebratene Igel. Du, hör mal, Janosch. Du heißt doch Janosch, nicht wahr? Ja, ja, so heiße ich. Wie kannst du so hartherzig sein und dich über mein schreckliches Ende freuen? Ich hab dir doch nichts zuleide getan. Also, lass mich laufen. Lauf, das würde dir gefallen. Und was geschieht mit mir? Du dreimal gescheitert? Wenn ich dich entwischen lasse, winden sie mich ans Wagenrad und schlagen mich halb tot. Nein, mein Lieber, jedes Ding hat zwei Seiten. Niki Tiki zitterte bis in die Stachelspitzen. Die Zigeunerin knetete und walkte den Lehm. Das Feuerlicht tanzte auf ihrem faltigen Gesicht. Wirklich, sie sah wie eine Hexe aus. Jetzt richtete sich die Zigeunerin auf und streckte sich. Schon griff sie nach Niki Tiki, aber da... Verdamm ich! Das Pferd ist losgekommen, die alte Schindmähre! Etwas hat sie erschreckt, zum Teufel! Hol sie zurück, Janosch! Hol die Schindmähre zurück! Komm, Janosch, komm! Wir müssen sie zurückholen!
Zurückholen müssen wir sie. Jetzt oder nie. Niki Tiki sauste schnell wie ein Kaninchen in die Hecke. Nur weg von hier, bevor die Alte zurückkam. Nach einem Meter stolperte er über einen Gegenstand. Es war sein Weidenkorb. Gleich daneben lag seine Angelrute. Er hatte alles fallen lassen, bevor er aus dem kleinen Wagen in die Tiefe gesprungen war. Niki Tiki seufzte laut auf. Es ist alles nur ein schrecklicher Traum. Ja, das ist es ganz gewiss. Nur ein schrecklicher Traum. Oh, würde ich doch endlich aufwachen. Onkel Dominik, hör zu, Onkel Dominik. Ich träume etwas ganz Fürchterliches. Oh. Oh. Zuerst hatte Onkel Dominik geglaubt, Niki Tiki sei nur angeln gegangen. Auch am nächsten Tag dachte er noch, dass der Igel gleich zurückkommen würde. Er glaubte es so lange, bis er entdeckte, dass das Barometer fehlte. Da wusste er, dass sie Niki Tiki für immer verlassen hatte. Verzweifelt lief Onkel Dominik in der Gegend umher. Habt ihr meinen Freund gesehen? Ach, es kann so viel geschehen. Lässt man ihn alleine gehen? Wo ist Niki Tiki? Wann werd ich ihn wiedersehen? Der kleine Kerl. Hoffentlich ist er nicht ins Wasser gefallen. Er kommt auch immer auf die dümmsten Ideen. Wenn ihm nun wirklich etwas zugestoßen ist. Wo fehlt's, Onkel Dominik? Du schaust ja mächtig betrübt aus. Ach ja, es ist schwer zu begreifen. Niki Tiki hat mich verlassen. Niki Tiki? Ihr seid doch so lange miteinander auf der Möwe gefahren. Das verstehe ich nicht. Es ist alles meine Schuld, ganz allein meine Schuld. Ich war so unausstehlich zu ihm, dass er nicht anders konnte als einfach weggehen. Ich habe ihm das Barometer kaputt gemacht. Und den Goldfisch, den er so sehr liebte, habe ich in den Fluss geworfen. So, das hast du getan. Also, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich mich jetzt schämen. Das tue ich ja. Wenn er nur wieder bei mir wäre. Kopf hoch. Man wird ihn schon bald irgendwo entdecken. Wäre es nicht besser, die Polizei zu rufen, für den Fall, dass ihm etwas zugestoßen ist? Ach, Polizei hin, Polizei her. Ich wette, der kleine Igel taucht in ein paar Tagen wieder wohlbehalten hier auf. Vielleicht sitzt er friedlich in der Kajüte, wenn du heimkommst. Aber Niki Tiki saß nicht in der Kajüte, als Onkel Dominik zur Möwe zurückkam. Auch nicht die kleinste Stachelspitze war von Niki Tiki zu sehen. Schließlich hielt es Onkel Dominik nicht länger aus. Er wollte den kleinen Igel suchen gehen. Jeden Winkel wollte er durchstöbern. Er würde sich keine Ruhe gönnen, bis er seinen kleinen Freund gefunden hatte. Er steckte ein paar goldene Taler in seine Rocktasche und die alte, rostige Pistole in den Gürtel. Dann sperrte er die Kajütentür zu und ruderte an Land. Gott sei Dank ist das Wetter wenigstens warm. Aber was für eine Strafe, jetzt bei dieser Jahreszeit auf die Wanderschaft zu gehen, nur weil man einen Augenblick den Verstand verloren hat. Es wird kalt werden, besonders nachts. Ja, ja, das wird es. Aber ich werde so lange suchen, bis ich Niki Tiki gefunden habe. Und wenn es den ganzen Winter dauern sollte. So. Gott sei Dank. Ich bin am Ufer. Und nun, Ade, Möwe. Ich bin bald wieder zurück. Zusammen mit Niki Tiki. Und nun, vorwärts. Ich zieh aus zu kühnen Taten. Weil mein Freund in Not geraten, will Gefahren mit ihm teilen und dann heimwärts mit ihm eilen. Jumbai Dio Kaisasa, die Füße sind zum Laufen da. Jumbai Dio Kaisasa. Da drüben lag die Schleuse. Onkel Dominik kannte den Schleusenwärter von seinen vielen Fahrten flussauf und abwärts.
Ihn wollte er nach Nikitiki fragen. Aber der alte Dachs war schlau. Er fragte nicht gerade heraus, er begann das Gespräch ganz allgemein. Guten Tag, Schleusenwärter. Tag, Käpt'n. Na, heute zu Fuß? Ja, bei dem schönen Wetter ist ein Spaziergang gerade das Richtige. Ah, Sie haben recht. So einen schönen Herbst hatten wir lange nicht. Man braucht sich nur die fetten Kohlköpfe anzusehen. Sind in diesem Jahr prächtig gewachsen. Achtung, Sie scheinen nicht nur was von der Seefahrt zu verstehen. Sagen Sie, Herr Schleusenwärter, haben Sie hier in der letzten Zeit einen kleinen Igel vorbeikommen sehen? Man kann ihn nicht verwechseln. Er führt ein Barometer bei sich. Außerdem eine Angelrute und einen Weidenkorb. Ein Igel? Ein kleinen, ganz winzigen Igel? Natürlich habe ich den gesehen. Aber der benahm sich ganz komisch. Das sieht ihm ähnlich. Wieso benahm er sich komisch? Na, kurz vor meinem Haus rannte er plötzlich durch die Hecken hindurch. Glaubte wohl, ich hätte ihn nicht gesehen. Ja, ja, er wollte nicht gesehen werden. Ja, aber da hat er sich getäuscht. Ich sehe alles. Ja, ein Glück. Sonst wüsste ich nicht, wo er langgegangen ist. Sagen Sie, Captain, warum wollen Sie das eigentlich wissen? Na nun, wo ist er denn? Onkel Dominik war längst hinter der Hecke verschwunden und lief über das große Feld dem Wald zu. Schnüffelnd, mit der Nase dicht am Boden, lief er weiter. Bald kam er zu einer Brücke. Seine scharfen Augen entdeckten sofort Spuren von Nikitiki und Schnüffelhannes. Der kleine Igel musste hier jemanden getroffen haben. Im nächsten Dorf hatte man den kleinen Igel mit seiner Angelrute und dem Weidenkorb auf dem Rücken auch gesehen. Er war zum Bahnhof gegangen. Als Onkel Dominik die Gleise sah, seufzte er laut auf. Eine Eisenbahn. Das hat mir gerade noch gefehlt. Weiß der Himmel, wo Nikitiki jetzt schon ist. Hallo! Ja? Haben Sie hier einen kleinen Igel gesehen? Nein, Herr Dach, es tut mir leid. Bei mir hat kein Igel eine Fahrkarte benötigt. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich es ehrlich gesagt nicht verstehe, Nikitiki ist verrückt auf Eisenbahnen. Wenn er also auf dem Bahnhof war... Einen Augenblick mal, Herr Dachsen. Vielleicht weiß Anton etwas über Ihren Igel. Anton? Ja, Anton ist der Gepäckträger. Hey, Anton! Hast du einen Igel gesehen? Einen Igel? So einen kleinen Igel mit einer Riesenangel und einem Weidenkorb? Freilich, der war hier. Das Kerlchen war ganz vernarrt in die Güterlok. Ja... Das sieht ihm ähnlich. Hab gerade noch gesehen, wie ihn der Lokführer mitnahm. Wohin fuhr der Zug? Na, zum Erzbergwerk. Alle Güterzüge fahren dahin. Danke, Herr Anton. Jetzt wissen Sie, wo Sie Ihren Freund suchen müssen, Herr Dachs. Im Erzbergwerk. Ah, jetzt reicht es mir. Güterzug, Erzbergwerk. Wer weiß, vielleicht ist Nikitiki längst im Schmelzofen gelandet. Onkel Dominik stapfte auf den Gleisen dahin. Nicht einmal von dem dunklen Tunnelloch ließ er sich abschrecken. Er atmete tief auf, als er endlich wieder im Freien war. Dann hob er schnüffelnd den Kopf. Es roch nach Rauch. Nicht nur nach Rauch, auch nach gebratenen Würstchen. Nikitiki liebte Würstchen. Onkel Dominik folgte dem Geruch bis zu einer Hecke. Dort legte er sich auf den Bauch und spähte durch ein Loch. Er sah eine knorrige Eiche. Unter der Eiche saß ein Mann, der einen zerlumpten schwarzen Rock trug. Auf dem Kopf saß ein zerbeulter Hut. Um seinen Hals hatte er ein buntes Tuch gebunden. Als Onkel Dominik auf den Mann zuging, fasste er seinen Stock vorsichtshalber fester. Guten Abend. Bei so warmem Wetter macht ein Lager Spaß, ne? Ja, das will ich meinen. Und das Essen schmeckt, wenn es so gut duftet. Ja, ja, für einen wie für mich reicht es schon. Noch lässt es sich aushalten, aber bald wird's Winter, so wahr ich Schnüffelhannes heiße. Ah, das ist aber ein merkwürdiger Name. Ja, genau der richtige Name für einen wie mich, der überall herumschnüffelt. Was sehe ich da? Einen Kinderwagen hast du auch? Ja, angefüllt mit allerlei Gerümpel, wie es unser einer von den Leuten geschenkt kriegt. Ab und zu verkaufe ich auch ein Stück. Was soll unser einer sonst tun? Kein Dach, kein Feuer,
Das ist ein Jammer. Im Augenblick sieht es bei dir aber anders aus. Wieso? Na, wer gebratene Würstchen essen kann, dem geht es nicht schlecht. Nanu, wo hast du das Barometer her? Ach, schade, das Glas ist kaputt. Ja, ich habe es geschenkt bekommen. Hey, hey, hey. Was die Leute alles so weggeben. Nicht wahr? Ja, ja. Euer Tabak riecht aber gut, Herr Dachse. Eine solche Sorte könnte ich mir nie und nimmer leisten. Da, nimm dir etwas davon. Und wenn du nichts dagegen hast, will ich mich einen Augenblick an dein Feuer setzen, um mir die Füße zu wärmen. Ah, nur zu. Macht es euch an meinem Feuer bequem, Herr Dachse. Ich habe euch auch noch für den Tabak zu danken. Da fällt mir etwas ein. Gestern ist mir auf der Straße ein Igel begegnet. So ein kleiner, komischer Igel mit einer Angelrute und einem Weidenkorb. Himmel, wie der schwatzte. Gewiss ist er bei dir auch vorbeigekommen. Hab keinen Igel gesehen. Weder mit noch ohne Angelrute. Tut mir leid, Herr Dachs. Ehrlich gesagt, ich kümmere mich auch nicht um solche Leute. Ich komme zwar weiter rum, aber... Das Barometer geht mir nicht aus dem Kopf. Ich wollte mir schon lange eins kaufen. Wie ist es? Würdest du mir deins verkaufen? Für ein Pappenstiel. Weil ihr seid. Und weil das Glas zerbrochen ist. Ich werde dir 3 Taler dafür geben. 3 Taler, Herr Dachs. Nur 3 Taler? Es ist ein altes Erbstück. So? Vorhin hast du gesagt, dass du es geschenkt bekommen hast. Ja, von einem alten Erbonkel. Es ist das doppelte Wert, so wahr ich Schnüffelhannes heiße. Du bist ein übler Lump, Schnüffelhannes. Du verlangst 3 Taler für ein Barometer, das dir gar nicht gehört. Halt! Keine Bewegung. Oder ich schieße. Siehst du die Pistole in meiner Hand? Sie ist scharf geladen. Was soll das, Theater? Ich habe dich nach dem kleinen Igel gefragt, nicht ohne Grund. Denn ihm gehört dieses Barometer. Ihr müsst euch irren, Herr Dachs. Ihr irrt euch bestimmt. Ich weiß, dass du das Barometer gestohlen hast, und zwar dem kleinen Igel. Da soll mich doch gleich der Blitz erschlagen. So eine Unverschämtheit, wo ich doch der ehrlichste Mensch auf der Welt bin. Ich lasse dir 1 Minute Zeit, mir die Wahrheit zu sagen. Sonst marschierst du mit mir zum nächsten Polizisten. Gott, oh Gott, was sind das für Zustände? Einen armen alten Bettler lässt man nicht einmal in Ruhe sein Würstchen essen. Gestohlen soll ich das Ding haben. Gott bewahre! Du hast noch 10 Sekunden Zeit. Ja, du nicht so hitzig. Lass deinen alten Mann doch etwas Zeit. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so wie früher. Ein Igel, habt ihr gesagt. So ein ganz kleiner... Ja, natürlich, da war ja ein Igel. So ein elendes Igelchen. Wie konnte ich das nur vergessen? Wie war doch der Name? Kriki, Mickey oder so? Na also, endlich erinnerst du dich. Er hat mir das Barometer für 10 Taler verkauft. Und 10 Taler will ich wieder dafür haben. Und nun lass mich in Ruhe. Ich würde einem alten Dachs keine Märchen erzählen. Zufällig weiß ich, dass mein Freund Niki Tiki um nichts in der Welt sein Barometer hergeben würde. Du hast ihn bestohlen. Na wenn schon. Das musst du mir erst mal beweisen. Wie du willst. Also komm, wir gehen zur Polizei. Ich vergeude meine Zeit hier nicht länger. Halt, warte. Nun, hast du es dir überlegt? Also gut, ich habe deinen Freund getroffen, den Niki Kriki. Und ich habe ihm das Barometer gestohlen. Aha. Bei der Brücke. Aha. Als er schlief. Aha. Er ist dann zum Erzbergwerk gegangen. Mehr weiß ich nicht. Das ist die reine Wahrheit. Ehrenwort. Onkel Dominik zog sich langsam zurück. In der einen Hand hielt er das Barometer, in der anderen noch immer die Pistole. Gleich darauf war er in der Dunkelheit verschwunden. Onkel Dominik folgte der Seilbahn, die zum Erzbergwerk und dem riesigen Schornstein führte. So kam er in den Wald. Plötzlich blieb er stocksteif stehen. Er schnüffelte. Es roch nach Hund, es roch nach Mensch und es roch auch nach Niki Tiki. Onkel Dominik wurde immer aufgeregter, je länger er der Spur folgte. Zuerst fand er unter einer Wurzel Niki Tikis Weidenkorb. Dann daneben im Farnkraut die Angelrute. Onkel Dominik hob Weidenkorb und Angelrute auf. Dann ging er weiter. Jetzt roch es auch noch nach Pferd. Onkel Dominik begann zu rennen.
Plötzlich sah er in der Dunkelheit ein loderndes Feuer. Er sah eine alte Zigeunerin und einen jungen Mann in einem grellroten Hemd. Vor ihm auf dem Boden lag etwas. Und das war niemand anderes als Niki Tiki. Er ist in großer Gefahr. Ich muss ihn befreien, aber wie? Wenn ich mich nicht beeile, rösten sie Niki Tiki im Feuer. Anu? Das ist ein Pferd. Das gehört bestimmt den Zigeunern. Da kommt mir eine Idee. Na Pferd, wie ist es? Kannst du nicht fallen sein? Du hast schnelle Beine. Soll ich dich losbinden? Ich bin schon dabei. Jetzt bist du frei. Lauf und lass dich nicht wieder einfangen. Das Pferd war noch nicht weg, da schlüpfte der schlaue Dachs zur Hecke zurück. Er sah, wie Zigeuner und Hund hinter dem Pferd herstürmten. Onkel Dominik wollte jetzt Niki Tiki befreien, aber der Igel war schon fort. Er war bereits geflohen. Im Galopp lief Onkel Dominik davon, der Spur Niki Tikis nach. Niki Tiki hörte hinter sich bald ein lautes Keuchen. Er erschrak. Mein Gott, gleich haben sie mich eingeholt. Gleich haben sie mich wieder. Bleib stehen. Bleib da nicht stehen. Das ist ja gar nicht der Hund. Das ist der Onkel Dominik. Ist das wirklich? Ja. Niki Tiki, ich bin es. Ja, aber... Ja, komm, Niki Tiki, wir müssen weiter. Zum Fragen ist jetzt keine Zeit. Sonst haben wir den Hund auf dem Hals und die Zigeuner dazu. Aber alles blieb still. Niemand folgte ihnen. Als der Morgen dämmerte, kamen Onkel Dominik und Niki Tiki zur Schleuse. Der Schleusenwärter schlief. Niemand hörte sie, als sie das Boot losbanden und fortruderten. Bald darauf kletterten sie an Deck der Möwe. Dort wurde das Barometer feierlich an seinen alten Platz gehängt. Wenn wir das nächste Mal nach Bärenhausen kommen, kaufen wir ein neues Glas. Und noch etwas, Niki Tiki. Ich besorge dir einen neuen Goldfisch für den, der über Bord ging. Aha! So, und jetzt wird aufgeräumt. Warte! Was hast du, Niki Tiki? Still! Na, was ist los? Meine Angelrute! Schnell! Aber Niki Tiki, wer wird denn schon vor dem Frühstück fischen wollen? Ich will nicht fischen, ich will nur... Hurra! Ich habe ihn! Ich habe ihn gefangen! Was hast du? Er ist zurückgekommen! Mein Goldfisch ist zurückgekommen. Schau mal, Onkel Dominik, ich habe meinen Goldfisch wieder. Sieht ganz so aus, als müsste ich keinen neuen kaufen. Aber dafür bekommst du ein ganz feines Glas. Für meinen Goldfisch? Für deinen Goldfisch und für das Barometer. Nach Gefahr, die mich bedrohte, bin ich wieder auf dem Boot. Konnte dich zum Glück befreien, drum musst du mir auch verzeihen. Jum-Hai-Di-Jum-Hai-Sa-Sa, ein Boot, das ist zum Fahren da. Jum-Hai-Di-Jum-Hai-Sa-Sa, jetzt fahren wir nach Afrika.